halt da rausgekommen. Okay, okay. Oder? Nee, der. Oh, oh. Ah ja, okay. Mhm. So. Ist hier der Rival jetzt, oder was? Mhm. Okay, womit fängt der an? Scout doch mal! Ja, gut, ja. Lel. Wir sind übrigens auf 17 Minuten, wird wieder eine lange Folge. Ey, das hätte man eigentlich auch rechnen können. Ja, der kommt. Der vorgelaufen ist. Ja, immer diese Leute, die vorlaufen. Ich kann das auch nicht verstehen, Robin. Weißt du? Ich wollte auch mal einen Rivalen festchecken. Er hat auf jeden Fall 6 Pokémon. Ja. Okay, womit fängt er an? Sneebel. Sneebel ist Eis. Eis ist schwach gegen. Ich kann dir, warte, Sneebels Schwächen kann ich dir sofort sagen. Sneebel. Immer schön googeln, Freunde. Immer schön googeln. Google ist dann. Vielleicht im nächsten, über den übernächsten Pokémon-Projekt können wir dann die Sachen auch auswendig. Ah. Vierfach Schwäche Kampf. Dann fängt bald an. Wechsel ich doch mal auf den Rowdy. Hast du Simsala jetzt hier gegeben? Oh nein, ich kann mit Bell aber nicht fliehen, weil gegen Simsala das reicht nicht, oder? Doch, oh lol, kann ich. Kann der Lol, hier oben ist noch ein Loch. Da bist du nicht durchgegangen. Nee, ich bin straight zum Ausgang gelaufen. Okay, Simsala kann ich vorfliehen, das ist okay. Ich darf hier halt jetzt kein. Kein Schild macht Pokémon. Gar nichts. Mann. Und der Kreuzhieb wollte er mal wohl regeln. Mit vierfach Schwäche. Ach, come on. Bitte, ich möchte kein Pokémon haben, was ich nicht entfliehen kann und dann wieder dummen Schaden nehmen. Oh. Halt als nächstes kommt Kadabra. Kadabra noch? Das ist ja freundlich. Ja gut, das ist ja. Ab da ändert sich das ja. Ab da ist das ja relativ. Der swappt halt dann rein, wo er denkt, dass er einen stimmt. Vorteil hat. Kadabra hat einen Vorteil gegen. Ah ja, klar. Gegen Maschumai. Okay. Dann swap ich auch. Das wird. Naja, das wird eine Folge, wo ich wieder schneide, schätze ich. Gut sein, ja. Nicht so effektiv. Oh, geht daneben, bitte! Ja, okay, wenn du Finte machst, ist mir das egal. Whatever. Aber ich gehe auf Drift Zeppli, oder? Ach komm, bitte. Wobei hat Drift Zeppli nicht sehr, sehr schlechte Idealverteidigung? 65. Aha, geht doch. Meine Fresse, Alter. Da geht der Fokusstoß erstmal zweimal daneben, bevor das trifft. Gah! Gehe ich lieber auf die extrem hohe Spezialverteidigung oder lieber auf den effektiven Treffer? Oh, da kommt direkt das Imperator rein. Zu sagen. Ich lieber auf den sehr hohe, auf die sehr hohe Spezialverteidigung oder lieber auf ziemlich niedrige Spezialverteidigung, aber dafür effektiven Treffer. Lieber auf die hohe Spezialverteidigung. Ja. Ja, das war. Ist Impagator ein schweres Pokémon? Impagator müsste relativ schwer sein, ich guck grad mal nach. Und ich hab da auch noch Strauchlauf drin. Wobei das ist natürlich sehr komisch, oder? Das ist natürlich ein Step. Donnerblitz sollte mehr Schaden machen. Reflektor. Ach! Das ist ja nicht doch. Oh nein, jetzt macht das wieder mehr Schaden. Nein, Raichu, please. Impagator wiegt 88,8 Kilogramm. Ja, Raichu ist weg. Das ist wer? Impagator. Bei mir. Ja. Oh. Ja. Das ist uncool. Das ist in der Tat uncool. Ja, er ist halt. Nach dem Donnerblitz hat er einen halben AP gehabt. Ja? Und er hat halt, ich glaube, als Fähigkeit dürfte er haben, Wasserattacken werden stärker, wenn er low ist. Und dann war das dann ziemlich hart. Oder? Wie dumm. Alpollo. Oh, das Problem ist, Magneton hat auch Schwebe, ne? Ah, ja.
Indeed. Horrorblick. Mann, ey. Es ist halt komplett. Ja, aber es ist halt. Reichel ist halt ein fucking Dings gewesen. Das war aber schon vorher klar. Hat der Schwebe oder hat er keine Schwebe? Ich weiß es nicht. Der kann wahrscheinlich Schwebe haben. Ja, Robustheit, Magnetfallanalyse. Nee, dürfte eigentlich keine Schwebe haben. Ja, hatte keine Schwebe. Sieht er 6. Das ist noch nicht optimal, aber es ist. Einfach Schwäche? Bist du nicht tot? Ach, nicht Superschall. Ach, Mann. Ja, was mit dem Flug? Nicht dich selber verletzen. Dankeschön. Intensität 7. Flugstrahl. Jetzt kommt sein Impagator. Lol, der kann swappen oder was? Magneton. Wobei ja, Magneton ist jetzt nicht der allerklügste Swap gegen Dings. Hallo. Ach, das ist ja. Das ist ja Stahl. Ich vergaß. Stahl ist ja. Stahl ist ja komplett broken. Irgendwas, was... Oh Leute, das wollte ich noch gar nicht machen. Ist jetzt nicht so gut. Same. Oh, bitte lass das... Okay. Das ist freundlich. Was war nochmal effektiv gegen Stahl? Ist irgendwas? Und ich guck grad selber noch. Wenn das Impagator Surfer kann, und ich glaube, dass es Surfer kann, dann kriegt Donphan ein Problem. Das kann ich eigentlich nicht drin lassen. Kann Kaskade auf jeden Fall. Das, ja, Kaskade wär besser für mich. Ja, das soll ich gar nicht nachgucken. Wo sind denn die Schwächen von dem? Da. Lol. Zweite Generation. Kampf. Ah, Kampf, der gut. Oh, ich hätte jetzt einfach das Impagator reingeswappt. Aber das geht nicht. Kampf ist gut. Ich kann natürlich erstmal dich reinswappen. Und mal gucken, was passiert. Nochmal, bitte. Okay. Skade. Skade sollte nicht allzu viel Damage machen. Nein, das ist alles gar kein Mensch. Oh! Impuls. Paralyse ist so ein Krampf, ey. Ja, Funkensprung ist physisch, da kannst du. Knirscher. Knirscher macht natürlich Schaden. Oh, das war auch noch ein Crit. Okay. Dann benutze ich hier das erste Heil-Item. Ich glaube, ich bin eigentlich schon tot. 3, oder? Von ihm? Das kann sein. Knebel. Aussetzer. Aussetzer ist okay. Verteidigung sind. Das heißt, das letzte, was er hat, kann aber nicht sonderlich gut. Golbert. Auch ein Crit, alles klar. Hat Knirscher irgendwie erhöhte Crit-Chance? Nope. Irgendeinem Grund? Eigentlich nicht. Okay, Impagator ist weg. Ja. Windschnitt, whatever, ne? Golbert. Ja, da bin ich auch gerade. Ja, er hat noch 2 bei mir. Golbert 38, Golbert. Was mache ich denn am besten gegen das Golbert? Na, okay, ich bin durch.
Das Flugboden sehr effektiv? Ne. Aber Boden trifft Flug halt auch nicht, wa? Ja, ja, aber ich hab ja Walzer. Also, ja. Dann swap ich nämlich wieder auf Benjamin zurück. Hm. Ist kein Problem. Das ist so dumm einfach Schnitt nur. Schnitt sollte auch kein Damage machen. Ich hab dem Raichu sogar schon Focus God gegeben, aber der hat halt leider den nicht gewonshottet. Der erste Walzer hat gemisst. Das ist nicht so gut. Das kann natürlich theoretisch auch passieren. Sollte aber eigentlich trotzdem safe gehen, wenn der zweite Walzer jetzt trifft. Oh mein Gott! Okay, danach kommt wirklich schon die Pocke-Liga. Alter, was der Fuck? Ist die Siegesstraße kurz? Ja, klar. So, ist das dann von dann in Gefahr so, oder? Geht. Ich will halt aber nicht, wenn es schon Half-Life ist, Walzer anfangen nochmal, weißt du? Achso, ja. Das heißt, ich benutze jetzt das zweite Heil-Item. Achso, ja, Raichu kann weg. Ja, I'm too sorry. Ich glaube, ich habe dir den. Ne, geben will ich nicht. Ich habe dir den Fight schwerer gemacht und weiter so müssen. Ja. Ein bisschen. Ja, aber. Ist ja nix. Raichu ist halt eine Glaskanone mit nicht den besten Stats. Das ist halt. Och, nicht Konfu-Strahl auch noch. Och, Golbert. Der Walzer trifft, alles klar. Okay. Erste Walzer macht es noch nicht kaputt. Oh, ich kann jetzt jedes Mal. Oh, es hat sich von selbst verletzt. Oh! Oh, was mache ich denn? Ich hätte einfach. Oh, ich hätte einfach Stärke machen können. Ich bin so doof. Walzer trifft nochmal, alles klar. Jetzt ist smart war? Ne, das war nicht smart. Das war gar nicht smart. Kommt denn jetzt noch? Halt Follow. Es kann sein, dass Donphan stirbt. Achso, weil da jetzt noch ein Walzer drin ist, oder was? Oh, vor allen Dingen, weil jetzt einfach direkt der Spukball kommt. Der nicht getankt wird. Ah, oh, das habe ich misplayed. Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Das habe ich hart misplayed. Da geht der zweite. Eieiei, da geht das zweite Dings über die Wuppa. Da geht das zweite Pupita über die Wuppa. Naja. Ich hätte einfach Stärke machen können. Oh. Vor allem war das. Das war jetzt noch nicht mal das Maximum an Punishment, was da hätte dabei rauskommen können. Tja. Hast du nix. Aber ich sagen muss, dass ich in der Tat meine stärksten Pokémon bisher behalten habe. Also wenn du den Fight jetzt so schaffst, ohne dass noch irgendwas... Ja, das sind jetzt halt schon zwei Verluste, die mir sehr wehtun. Naja, ja, das so. Apollos gewonshottet. Oh, ich hätte einfach nur Stärke machen müssen. Dann wäre Donphan nicht gestorben. Fuck! Oh, war das dumm! Oh, das war so dumm. Ah. Oh. Glaube ich, das ist glaube ich tatsächlich das härteste Missplay, was ich gemacht habe bis jetzt in der ganzen Challenge. Ja, das ist zumindest das Missplay, was dir auch dann direkt aufgefallen ist. Also, ne? Eine Sekunde nachdem ich es gedrückt habe. Ja, richtig. Ah, hier gibt es Top-Genesung. Das ist ein gutes Item. Ah, Pokémon Liga. Hello, Indigo Pato. Hier kann man auch instant reinlaufen einfach. Yep. Ah, war das dumm! Ah, und ich sag dir, das wird mir noch richtig wehtun. Aldonphan war so gut, das hat so viel aufgefüllt bei mir an Schwächen und allem. Ah, war das blöd. Ja. Ah, fuck. Okay, wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Und die Folge war doch noch nicht vorbei.
Ja, wir haben, bevor wir zu den Top 4 gehen, ja, haben wir noch eine Stelle gefunden, wo wir noch Pokémon fangen können. So sieht's aus. Wir haben es aber, glaube ich, schon gesagt im letzten Part. Haben wir? Ja, gut. Wir haben es, glaube ich, sogar schon einmal vergessen vor dem letzten Part. Nice. Dass wir das eigentlich vorher machen wollten. Ja. Und zwar gehen wir hier Richtung, einmal Richtung Glockenturm. Glockenturm, Glockenturm. Genau, man darf jetzt hier nämlich durch, wo man nicht durch durfte vorher. Und, haben uns so ein paar, die zwei Plätze haben wir gefüllt mit Pokémon zum Fangen. Genau. Im Endeffekt. Jetzt ist hier der Glockenklangpfad, hier ist noch nichts. Aber hier waren auch ein paar versteckte Items, das haben wir euch aber, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Und hier kann man jetzt, in den Glockenturm reingehen. Okay. Und da dürfen wir noch fangen. Glockenturm. Da unten sitzt, also hast du schon so ein Rad, schon ratzfatz in der Ecke, hast du das gesehen? Naja. Gehen wir einfach los und fangen den Encounter an. Hast du schon? Das hier. Aha. Ich glaube, wir können auch gar nicht in den Turm. Nope. Die Frage ist, ob man jetzt hier unten auch schon Pokémon fangen kann. Also bist du auch schon mal dem Typ, der sagt bla bla blubbel blubbel Phase? Ja. Tja, ist jetzt hier unten. Achso, man darf erst da. Ja, kommt nicht zu der Leiter, der komische Typ fängt einen mal wieder ab. Ja gut. RIP! Haben alles probiert. Hier unten gibt's keinen Encounter. Aber hier unten gibt's keinen Encounter, zumindest nicht der noch aus. Ja, gut. Schade. Ja, Rippschnipsel, wa? Rippschnipsel. Ist egal, ich pack den Schnipsel. Oh, Grafikfehler. Ich pack den Schnipsel aber trotzdem hinten dran. Oder war? Wir haben es versucht. We tried. Ja, we tried, ja. Ja, gut. Doch dann noch nicht. Top 4 beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.